Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Speedrandale geht mal wieder los. Ein letztes Mal noch aus besonderer Stätte, Bisalina Speedruns, der große Event, wo wir das gerade live aufnehmen, wird bald zu Ende gehen, aber nicht bevor Sia, du und ich freuen uns insbesondere auf diesen Run gleich. Wir haben nämlich ein Super Mario 64 Run, nicht nur irgendein, sondern ein Blindfolded Run. Oh mein Gott, da sehen wir es schon. Und ja, es ist Babsia. Babsia, endlich, du hast es geschafft. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und euch meinen Run vorzeigen kann heute. Blindfolded Mario ist ja mein Meisterwerk seit 7 Jahren schon. Oha. Und ja, ich hoffe mal, ich kann euch was Cooles zeigen, was ihr noch niemals zuvor gesehen habt wahrscheinlich. Also. Ja, wahrscheinlich auch etwas, was du noch nie zuvor gesehen hast, wenn man davon ausgeht. Also Grüße gehen insbesondere raus an Kollege Kuro, der hat uns sehr vorgeschwärmt und gesagt, hey, wir müssen das irgendwann mal wahr machen. Wir haben das natürlich auch nur wahr machen können dank Bisalina. Wir haben den Event natürlich hier sehr gerne mitgenommen, aber die Gelegenheit ist dann nochmal umso besser. Ich muss auch sagen, Babsia musste unbedingt dabei sein, weil Babsia kenne ich jetzt irgendwie schon seit 2015. Damals hatte der noch so ein Wanted-Weasley-Profilbild. Das waren die guten Zeiten auf Discord und auf Skype. Aber meine Güte, ich weiß immer noch nicht ganz, wie das alles zustande gekommen ist, dass ihr da seid, dass Andreas da war, dass Hübi hier sitzt, dass Babsia jetzt hier einen wunderschönen Blindfolded Run machen wird. Und dass wir dann haben halt eine wunderschöne Speedrun-Community. Ganz ja, einfach. Halt wirklich. Genau. Es war doch mal Zeit, dass wir einfach alle mal gut zusammenkommen und auch hoffentlich nächstes Mal noch. Ich weiß nicht, wie wir es krasser machen können, aber können es versuchen. Es geht immer krasser. Ja, es geht immer krasser. Ja, und ich habe ja vorhin. Wir kommen alle nackt. Ja, vielleicht nicht so krass. Das hast du gesagt. Ich habe ja vorhin angeteased. Ein Giveaway-Preis stand noch aus. Der ist nicht irgendwie ein Kiva oder so. Ich habe mal meinen Freunden von TinyBuild gefragt, die Hello Neighbor 2 machen. Hey, könnt ihr mal ein Pressekit schicken? Was ist ein Pressekit? Ja, okay, vielleicht ist ein Controller dabei, vielleicht das Spiel noch, also es wäre sinnvoll. Aber ja, also die haben mir halt das hier geschickt. Die haben mir diese ganze Holzkiste für Farmworld Pionier geschickt, inklusive irgendwie, also inklusive der Tasse, irgendwie bestimmt 100 Milliarden Klemmbausteinen, einem Artbook, einer CD-Liste, eine CD, eine Anleitung dafür für das Haus und noch ein paar andere Sachen. Also das ist wirklich, also ich habe nicht, also als er mir gemeint hat, schickt mir ein Pressekit, ich habe nicht das erwartet, aber die Holzkiste allein ist halt auch immer schon wunderschön. Ja. Wenn ihr die haben wollt, ich hoffe, ihr habt am Giveaway teilgenommen, es hat um 10 geschlossen. Sehr gut. Ja, dieser Hinweis natürlich nochmal für alle Leute, die das jetzt als Speedrandale hier auch nochmal dann schauen. Hübi, du warst schon in einer der letzten Folgen mit dabei. Du wirst jetzt hier mit uns deine Expertise preisgeben, weil Babsia, du kannst es gerne kurz nochmal erklären. Wir sehen die Augenbinde bei dir da drauf. Du wirst Mario 64 spielen, aber du wirst nicht viel mit uns reden können, weil du siehst nichts, du hörst nur. Ganz genau. Also, wie es abläuft ist, ich spiele das Spiel mit verbundenen Augen und dafür muss ich mich sehr, sehr auf den Sound konzentrieren. Das heißt, ich zähle die Musik, ich höre auf die ganzen Audio-Cues und deswegen werde ich mich hier gleich abschotten von allem. Ich habe einen Kopfhörer, der geht in mein Ohr, einen zweiten Kopfhörer, der den Schall abdämpft und ich werde hier einfach nur spielen und mein Bestes geben und ich überlasse euch das Reden. Und wir werden komplett erstaunt sein von allem, was du machst. Und ich hoffe, es wird eine coole Show. Wir werden uns allerbeste Mühe geben, deinen Run gut darzustellen. Mit Hype-Commentary. Genau. Wir versuchen zu verstehen, was du tust. Genau. Ein paar Worte davor vielleicht, nur als Warnhinweis. Bei Blindfolded, es kann immer was schiefgehen. Natürlich. Es ist sehr normal, dass was schiefgeht. Ich glaube, das ist die Norm. Ich habe sehr, sehr viele Backups, aber es kann immer mal sein, dass ich die Konsole an- und ausmachen muss, um nochmal neu zu starten. Aber ich kann das alles, ohne meine Augenbinde abzunehmen. Keine Sorge. Okay. Es wird von Anfang bis Ende ein Blindfolded Run. Okay. Also ich traue mir zu, deinen Run zu kommentieren. Ich habe dein Games dann Quick Run kommentiert. Also werde ich den hier hoffentlich auch noch schaffen. Ja, sicherlich. Aber mein Gezent für den Null-Sterne-Weltrekord. Wenn du dennoch Redebedarf hast, du kannst irgendwie einen Hinweis geben. Wir haben das Mikro ja sonst immer da. Sonst werden wir uns dann unterhalten und blenden lassen. Genau. Ja, das hört sich gut an. Dann würde ich sagen, setz aber mal deine Augenbinde auf und deine Kopfhörer und deine anderen Kopfhörer und dann legen wir los. Genau. Aber Leute, die Sache ist noch, wir würden voll gerne, dass da oben noch die 5000 voll werden. Das kriegen wir doch hin, oder? Also, ich würde mich freuen darüber.
Also wenn ihr noch irgendwelche Donations übrig habt, wenn ihr irgendwie gerade Gehaltszahlung oder so bekommen habt und noch 5er übrig habt, dann einmal mal Ausrufezeichen Donations eingeben. Wenn da am Ende noch 5k stehen, wären wir ultra zufrieden. Das sind dann über, ich glaube, das sind, oh ja, 10er kam rein schon, super. Ich glaube, das sind dann 120 Kids, glaube ich. Das wäre krass. Ja. Ja. Also haltet euch ran. Ja. Gut, ich bin ready. Alright. Und dann können wir loslegen. Ja, gerne. Bitte, dann. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Oh, ja. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Ja. Alright. Oh. Hörst du uns noch? Kriegst du noch irgendwas von uns mit? Okay. Okay, mach mal diesen Sichttest. Ne, es ist der sieht nichts. Ich glaube, die Luft spürt er trotzdem. Es kommt gleich so ein, kann jemand bitte das Fenster zumachen? Ja. Aber ja, wirklich vor allem nochmal bisalina.betterplace.org. Einfach, wenn das wäre super toll, weil ihr seht das dann auch live in der Speedradale. Das wäre super. So sieht's aus. Bis hierhin hätte ich es auch noch blind geschafft. Ja? Ja. Ganz ehrlich, bei mir bin ich mir gar nicht sicher. Man muss nur Start drücken und A. Das ist, ich glaube, der Menü-Auswahlzeiger ist direkt über dem Spielstand. Das Einzige, was ich jemals blindfold gemacht habe, war Metal Prime 2. Das habe ich bis zur ersten Dark World geschafft. Hat nur irgendwie 4 Stunden gedauert. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, blind zu runnen. Das, ich weiß auch nicht. Irgendwie. Das ist so, jetzt ist die Frage, werden wir jetzt direkt den Lakitu-Skip sehen? So, schafft er das? Ja, oh, er macht ihn, oder? No way. Was tut er? Oh nein! Ah. Aber ich glaube, man hat den Ansatz erkannt. Ja, so, ja, man wusste, worauf es rauslaufen soll. Ja, es ist, man muss wirklich ganz am äußersten Pixel sein. So. Ja. Dann ich möchte das nochmal wirklich klarstellen. Babsia spielt nur mit Ingame-Sound. Er sieht nichts, er fühlt nichts auf seinem Controller. Komplette Dunkelheit. Und ich sehe das auch, da ist keine Lücke irgendwo. Ja, und wir haben ja auch schon bei Speedrandale Baden-Runs, aber sowieso allgemein in der Mario 64 Runner-Szene gesehen, das ist ein Spiel, wo du eigentlich wirklich super Präzision brauchst, wenig Delays, also dass du da das so gekoppelt mit dem Sound machen kannst. Babsia spielt an einer Nintendo Wii mit separaten Kopfhörerausgaben und HDMI-Adapter. Also das ist schon nochmal extra beeindruckend. Auch die Art und Weise, wie er seinen Controller drückt. Ich glaube, das kriegt man jetzt natürlich als Videozuschauer oder Streamzuschauer nicht mit, ne? Aber ja, er spammt die Tasten, er hält den Controller ganz anders, weil es, glaube ich, einfach ja, um absolute Präzision geht. So. Beeindruckend, absolut beeindruckend. Ja. Und er hat mir vorhin auch noch mal so einen Fun-Fact erzählt. Also wir sehen jetzt den 31-Sterne-Run. Und ich sag mal so, diese 16-Sterne-Kategorie ist ja so mit die bekannteste wahrscheinlich. Und ich sag mal, wenn man das frisch lernt als Anfänger und ein paar Tricks kann, dann braucht man so 20 Minuten dafür, würde ich mal sagen. Er schafft's blind unter 20 Minuten. Also er ist wahrscheinlich blind besser als 90%, die hier im Raum sitzen. Ja, krass. Und vor allem, Babsi hat jetzt auch den ersten 0-Sterne-Run blindfolded gemacht. Wow. Letztes Jahr hat er auch den ersten 120 Sterne beim Blindfolded gemacht. Was halt komplett. Also beides, 120 Sterne? Ja, beides ist komplett banal. Ja. Also. Ich glaube, der hat aber auch 12 Stunden gedauert. 10 oder 12 Stunden? Ja, und er musste zweites Mal machen. Ja. Ja, Wieselina, du kannst ja, weil du hast ja den Run auch schon mal kommentiert mit, so ein paar bestimmte Techniken, die wir hier sehen. Es ist ja in der frei begehbaren 3D-Welt ja nochmal umso wichtiger. Ja. Wann ist eine Wand da? Wie richtet man sich aus? Wie dreht man die Kamera ein? Das sind doch so alle lauter Cues, die man so irgendwie mitnehmen muss, ne? Also das meiste tatsächlich, was Babsia macht, ist, sich an der Ingame-Musik zu orientieren. Okay. Ja, weil er weiß halt, wann er bei gewissen Stellen, wo die Musik halt kommt, wann er wo sein muss. Und wenn er nicht da ist, dann muss er halt das Level resetten. Mhm. Okay. Hat man eben übrigens gesehen, dass er einmal Level resettet hat, weil irgendwas nicht richtig genau hingehauen hat. Genau. Die Inputs sind alle komplett durchkalkuliert nach der Musik. Und jetzt macht er, oh Gott, das macht der Bob. Oh mein Gott. Ich glaube, man hat 3 Frames, diese Bombe zu fangen. Yeah. Jetzt haben wir, glaube ich, gerade den ersten gesehen. Der ist noch sehr klein. Okay, und dann gibt es noch 2 unterschiedliche Größenstufen. Okay. Und je größer die Bombe ist, desto schneller ist die Rückwärtsbewegung. Ja, also er denkt gerade, er wird jetzt gleich resetten. Ja. Also der Gedanke ist, als ob er schon drin wäre, sich dadurch gezündet hat. Weil er weiß es halt nicht. Ja.
Ja, genau, jetzt macht er die Alternative. Jetzt hat er gemerkt, dass er draußen ist. Vielleicht hat er es auch davor, oder er hat wahrscheinlich erst gemerkt, okay, ich sammle den Stern nicht ein und dann auch direkt sein Er hat das gesetupt wahrscheinlich, genau, dahin zu laufen. Babsi hat auch gerade hart gehadbanged. Ich sage ja, nur Musik. Er hat noch eine Kameraumstellung gerade gemacht. Es gibt zwei verschiedene. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was die machen. Die stellen so ein bisschen ein, ob es jetzt die Lakitu-Kamera oder die Mario-Kamera ist. Aber tatsächlich weiß ich auch nicht genau, was die zweite Kameraeinstellung anders macht. Benutzt man wahrscheinlich auch gar nicht im normalen Spiel. Als normaler Spieler komplett irrelevant. Also das ist wirklich nicht notwendig. Ich glaube jetzt... Ich weiß nicht, ob jetzt macht er die Rutsche. So, jetzt hat er auf jeden Fall gehört, dass er quasi bei der Tür ist. Oder geht er zum jetzt hat er wahrscheinlich gemerkt, dass was nicht stimmt und jetzt kommt das Backup, genau. Also er hat mir vorhin auch erzählt, also Blindfolded ist wirklich... Da ist es. Alles läuft über Backups. Selten, dass irgendwas läuft. Du musst immer wissen, wenn dieser Sound kommt, ist vermutlich das passiert und dann muss ich da hinlaufen. Oh, was das für eine Arbeit ist. Das ist unfassbar. Er hat ja gesagt, 7 Jahre. 7 Jahre. Ich frag mich, ob er Mario 64 schon mal gesehen hat. Sehr wahrscheinlich irgendwann im Moment, das ist Mario. So sieht der aus. Also ich bin auch oft bei Babsi ja schon im Stream gewesen. Der übt halt auch oftmals was ohne Augenbinde dann. Weil es ist halt ungefähr... Oh mein Gott! Wow. Auf dem Heiligen! Wie normal! Ja. Wie absolut... Oh. Genau, jetzt will er sich durchklippen, genau. Das macht man ja auch im normalen Run. Ja, ein ganz spaßiger Clip, wenn man das Timing richtig hat. Ja. Oh, jetzt hat er tatsächlich gesagt, okay, weiß ich nicht mehr Bescheid. Ja, wenn man einmal dann aus dem Rhythmus ist, dann sich wieder reinzufinden. Du hast keine Ahnung, wo du bist. Ja. Der schiebt dich irgendwo hin, du kannst es nicht wissen. Das ist auch tatsächlich mal ganz interessant, wenn man in diesen Blindfolded Streams drin ist. Gerade wenn so, die Runner wissen ja auch nicht, ob sie eine persönliche Bestzeit haben. Die sehen die sehen ja ihren Timer nicht. Also die runnen ja wirklich sehr nach Gefühl. Und gerade wenn dann ein Run sehr, sehr gut läuft und am Ende irgendwas nicht schief läuft und er wirklich vielleicht nur 5 Pixel an der Münze oder an dem Stern vorbeiläuft, ne, dieser ganze Chat immer, nein, er hat's, aber er weiß es ja nicht. Ne, das ist, und dann kann er wie so ein Trottel irgendwie um das rumlaufen, was er gerade versucht einzusammeln, aber er kriegt's nicht hin, weil er es nicht sieht. Ja. Das ist immer ganz, da entstehen immer ganz bittere Momente, wo der Chat immer stirbt. Super, super spaßig immer. Tatsächlich, ich muss ehrlicherweise zugeben, diesen Teleporter kannte ich auch noch nicht. War mir nicht bewusst, dass der existiert. Dieser Dreisprung ist so und absolut schon wieder, ja. Mir gefällt das anerkennende Nicken, wenn dann mal was geklappt hat. Das ist auch nochmal ein Signal für uns. Sehr schön. Das sah clean aus. Boah. Ich glaube, kann mir sogar vorstellen, dass dieser Dreisprung auf diesem Trump oder auf diesem Wurm vielleicht Stern finden. Ja. Yeah. Oh nein. Ja, genau, davon habe ich geredet. Aber er versucht immer nach hinten zu kommen. Er weiß, glaube ich, nicht, dass der Stern voll... Oh. Ja, oh. Er kommt näher. Oh. Nein, noch. Ich glaube, genau davon habe ich gerade geredet. Oh, no. Komm. Nein. Ja? Er weiß, er muss hier irgendwo sein. Ja. Nein! Fast. Okay, das jetzt ist aber. Folter zum Zuschauen. Jetzt. Jetzt hat er ihn. Oder? Ja. Nein. Ja. Nein. Komm. Come on. Irgendwo muss das sein. Ja. Ja? Ja. Fantastisch. Und es hat gerade erst angefangen. Stern 3 von 31. Sehr geil. 10% und ich kann schon nicht mehr. Oh, schön. Okay. Aber da würde es mich jetzt auch interessieren, was war in seinem Kopf? Also, wir werden es nie erfahren, glaube ich. Oh, jetzt kommt das. Oh mein Gott, kommt das, was ich denke, was kommt. Das ist tatsächlich, glaube ich, mit eines der ersten, also so ähnlich sah das allererste Setup für diesen Stern aus, aber für sehende Spieler. Ja, und das ist tatsächlich cool. Nice! Ja. Oh. Das ist cool. Ich glaube, er wird relativ viel in dieser Stage machen, weil sie sehr klein ist und man, glaube ich, mit relativ wenig Laufweg überall hinkommt. Aber es ist auch nur eine Vermutung. Und vor allem, wenn man schon eine Stage so intus lernen muss, dann
bleibt man gerne mal ein bisschen länger da. Und das war vor allem noch First Try einfach. Jetzt wird's interessieren, warum war diese Pause da? Wow. Was hat diese Pause gemacht? Wer weiß, vielleicht so ein Input-Buffer oder sowas? Das kann sein. No? Vermutlich. Ja, man muss sagen, natürlich jetzt, auch wenn diese Stage viel geübt wurde, jetzt ist er bei den Sternen hintereinander im Flow in dieser Stage. Richtig, genau? richtig. So, jetzt wird der Teleport vermutlich genommen. Ich vermute, er versucht jetzt auf den Turm hochzukommen. Das ist, da kommt wieder der Triple Jump, den kann er quasi für den Stern nochmal nutzen. Alter, ey, ja. So, und jetzt kann er, glaube ich, kann ich mir... Oh, okay. Ich wollte jetzt sagen, er kann am Sound erkennen, ob diese Plattform ein- und ausgefahren ist. Krass. Ab und zu mal der Schlag an die Wand, um den Abstand dann genau, zu halten. Genau, das ist dann ein ganz festgelegter Abstand, den man dann bekommt. Ja. Also ich weiß noch, wie beim letzten Event, da hatten wir hier einen 70-Sterne-Run von Elisa, die auch recht gut im Spiel ist, aber ich find's gut, dass jetzt der Blindfolded One und das Waze einfach die logisch nächstbesten Sachen sind, die einfach jetzt kommen mussten. Ja, warum nicht? Ich bin mich so froh, dass Babsi ja die Whatever und Ben... WhatsApp-Web. Wer hat da die WhatsApp-Web angehabt? Ah, oh, sehr schön. Absolut schön. Nice. Ein Blindfolded Speedrun besteht einfach aus sehr vielen berechenbaren Dingen. Er muss ja auch abschätzen, wann er springen muss. Weil ich vermute, das kann man wahrscheinlich anhand der Flügelschläge. Sound der Flügelschläge. Ja, würde ich jetzt mal schätzen. Wahrscheinlich. Ja. Oh shit, ey. So, jetzt kommt die Rutsche. Da glaube ich tatsächlich sogar, dass er denselben Skip machen wird, wie jetzt vorhin D1, Evan und Benji, weil ich glaube, der wird einfacher blind zu machen sein, als wirklich komplett zu rutschen. Aber. Mhm. Okay. Nein. Ist manchmal nicht so einfach, den passenden Eingang zu finden. Okay, wird er den Skip machen? Oh nein, sieht nicht nach Skip aus. Ich glaube, er macht es nochmal. Das ist, glaube ich, die Alternative. Oh! Das kenne ich gar nicht! Das kannst du nicht. Oh! Wow! Ja, sehr schön. 13-4. Das ist eine Zeit, die ich schaffe, aber sehend. Aber auch hier jetzt wieder vorbei. Ich glaube, er ignoriert den Stern direkt. Genau, die Ecke findest du ja. Genau. Er sagt, ich versuch's gar nicht, ihn zu finden. Ja. Man weiß immer nie, macht jetzt gerade ein Backup oder ist das geplant? Das ist, glaube ich, auch das Mysterium einfach. Ja. Und dann direkt den nächsten, okay. Ja, wie die Leute es nicht wissen, auf der Rutsche kriegst du halt einen Stern dafür, dass es unter 21 Sekunden abschließt und den normalen halt. Für alle anderen. Mhm. Die 21 Sekunden waren früher eine Tortur. Ja. So also wenn du es normal machst, ist es wirklich hart. Ja. Oh mein. Nice. Beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend, einfach nur. Man sieht schon, er richtet sich jetzt rechts aus, er wird jetzt wirklich eine andere Ecke nehmen. Oh, ich habe nichts gesagt. Und er springt aber direkt. Du kannst es nicht voraussehen. Das ist eine riesige Randomizer. Ah, ja, da kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass er die Rutsche macht, weil die kann man sehr, sehr leicht überspringen. Da kommt man direkt von oben, kann man direkt bis zum Ziel runterfallen. Ihr hättet einen Blindfolded Speedrun bei euch im Format richtig, bisher. Richtig, wir hatten schon mal Super Punch-Out. Punch-Out-Wii. Ach, Punch-Out-Wii war das, ja, okay. Ja. Wo Denso 86 natürlich dann auch dann bewiesen hat, auch wenn das ein Spiel ist, ich will nicht sagen, dass es super leicht ist, verglichen mit solch einer aufwendigen Geschichte hier. Aber da hast du natürlich berechenbar durch die Soundeffekte, wie du dann ausweichen kannst, was du für Kombinationen machen kannst. Das Schwierigste war dann tatsächlich, die Menüs sind mit Wii-Zeigesteuerung gewesen. Das war richtig schwer. Das war also fast schon der größte Krampf dann dazwischen, die Okay-Taste zum Beide zu finden. Hat man da irgendeine Chance, sich zu orientieren? Auch mit Soundeffekten? Gibt's ja, also Hover-Soundeffekte? Von wegen hast du das Glück, den Hover zu hören oder so. Ja. Oder vielleicht meistens vibriert ja vielleicht auch die Fernbedienung, wenn man über aber in dem Fall glaube ich nicht. Es hat schon gedauert, er hat halt gemasht und. Schmerz. Kann ich aber auch eine Anekdote zu erzählen. So, ich habe ja vorhin gesagt, bei Metroid Prime 2 kam ich bis zur ersten Dark World. Mhm. Als ich auf der Wii probiert habe, kam ich gerade nach 4 Stunden kam ich in den dritten Raum. Weil das ist ja, du musst ja hier steuern, ja. Da geht Samus ja hin. Und du weißt ja nicht, ob du auf diesem Video auf die Sendung leistest. Okay. Und du kannst dann einfach eine Stunde lang in irgendeiner Ecke chillen und weißt es nicht. Ja. Okay, jetzt macht er auch den Pinguin-Skip. Jo. Und
Moment. Ja. Ich vertraue ihm. Er kommuniziert mit uns, er redet mit uns. Alright. Da hat er mir auch mal erzählt, das Problem da ist halt, also er weiß, wenn er zu weit rechts ist, dann muss er einfach kurz nach links und zurück. So. Die Ecke wird genommen. Weil wenn er in der richtigen Position gewesen wäre, dann wäre ja die Textbox erschienen. Mhm. Auch spannender Unterschied bei dem Stern. Japanischen Version erscheint der Stern über dem großen Pinguin. Ah. Und in der EU- und Amerika-Version erscheint er daneben. Okay. Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Nee, es gibt viele kleine Enden. Ich glaube, das ist ja die japanische Shindo-Version? Ja, das ist die, nee, das ist die zweite Version. Die zweite, genau. Die zweite hat Rumble, genau. Ja. Genau, aber da hat sich ja auch ein bisschen noch was verändert da. Ja, also normalerweise macht man für diesen Stern die Kamera neu, aber ja, Babsi ja. Jetzt sehen wir genauso wenig wie er. Ja. So fühlt es sich also an. Ja, und jetzt hat er den Stern. Ja, nice. Ja, der nachvollziehbarste Stern bisher. Ja. Hätte ich auch so gemacht. Ja, das war der Stern, wo man wirklich bemerkt hat, dass es blindfoldet, weil er juckt sich kaum, dass man nichts gesehen hat. Oh, jetzt geht's zu Bowser. Oh Gott. Das ist sehr gut. Okay. Oh, okay. Babsi ja versucht sich gerade zu beruhigen. Ich kann es aber nachvollziehen. Das ist eine Stage, vor der habe ich auch bei jedem einzelnen Speedrun Bange. Das ist gar nicht Princess Peach. Oh, na, was? Nein. Ich glaube, er holt sogar noch die roten Münzen hier. Oh, da wollte er durchsliden. Oh, wird das mit genügend Speed kann man da. Okay, macht er nicht. Okay, gut. Okay. Oder? So. Moment. Jetzt weiß er, wo er ist. Okay, er holt sie nicht. Gut. Okay. Er ist halt gerade auf einem komplett anderen Cycle, das ist das Problem. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, das macht keine Probleme für ihn. Ja, wenn die rotierenden Plattformen nicht da sind, wo du genau sie erwartest. Er hat bestimmt Backup dafür. Es gehen ja auch gleich Plattformen rein und raus und so, das ist das Problem. Er hätte schon resettet, wenn er keine, also wenn er keine Backups gehabt hätte. Ja, ich bin gespannt. Er nimmt die Plattform gar nicht. Der ist aber ein richtiger Weitsprung ist tatsächlich sehr präzise. Auch selbst, wenn man den als sehender Spieler probiert, man muss da wirklich exakt die Kante erwischen. Ja, den habe ich auch erst vor kurzem gelernt, weil ich schaffe den immer noch nicht manchmal. Let's go! Okay, jetzt wird der Controller gewechselt, ne? Das war der andere Run. Nee, jetzt habe ich keinen Controller wechseln. Oh, Bowser Dance. Ich weiß gar nicht, ich glaube, 10%ige Chance, dass Bowser hier tanzen kann. Okay. Normalerweise freuen sich Runner darüber, weil man dann schneller sein, weil er sich nicht wegdreht. Das ist halt auch wieder so ein Mario 64-Ding. Mario stand komplett woanders, trotzdem. Ja, man war halt am Schwanz. Ja, das ist, wenn ich da richtig informiert bin, das kann man buffern. Also man kann hier, er hat einen Punch gemacht und damit kann man... Ja. Wow, what? Ich frag mich bitte nicht nach der genauen Technik, aber es gibt eine Möglichkeit, so den Grab zu buffern. Und dann reicht es, wenn man in seiner Nähe den Punch ausführt und das Spiel gibt einem dann Bowser. Aber ich glaube... Er weiß nicht mehr, wo er liegt. Eigentlich muss man sich ihm nur grob nähern. Ja. Müsste er nicht wieder aufstehen? Nee, das ist erst beim letzten Kampf. Achso. Beim letzten Kampf kann er auch. Achso. Der muss man ja dreimal treffen. Achso, ja, okay. Ich dachte gerade, dass er nach dem dritten Treffer nochmal ausstehen kann. Aber ist doch gar nicht gegen die Bombe. Jetzt müsste er ihn kriegen, ja. Die Frage ist jetzt, ob er rausfindet, wo der. Ich glaube, er zeigt schon mit der Kamera hin. Ah, stimmt. Ah. Man kann die Kamera genau senkrecht ausrichten. Oh mein Gott, das ist so alles so gut durchkalkuliert. Wow. Unglaublich. Okay, den Glitch hatte ich auch noch nie gesehen. Ja, den kann ich auch noch nicht. Nochmal rein. Die roten Münzen? Der lief, genau. Ah. Ach so, okay. Ah, okay, er macht wirklich die Wing Cap. Oh. Ein Mikrofon. Ja. Ich weiß nicht, ob man mich hört, aber jetzt kommt einer der am meisten präzisesten Sterne in dem Run. Deswegen, falls kurz maximale Ruhe herrschen kann, ja. Muss ich extrem auf den Sound fokussieren. Okay. Ich glaube, er macht jetzt Air Hop. Backup. Okay. Er will wahrscheinlich wirklich die Münzringe in der Luft
Ei. Ich glaube, er wollte sich gerade so nach oben schießen. Man kann von unten ein bisschen an die Insel heranklippen, dass man aufhört zu fliegen und quasi direkt an der Kante der Insel landet und dann laufen kann, um dann die zweite Kanone zu betreten. Dürfte er wahrscheinlich in der Musik auf einen ganz entspannten Rhythmus gewartet, dass er weiß, wie lange die Kanone bewegen muss. Und tatsächlich, wenn man die Kanone passend ausgerichtet hat, ich glaube, man muss gar keine Fluginputs mehr machen. Okay. Man kann Mario so schießen, den einfach fliegen lassen, dann fliegt er genau diesen Bogen. Wow. Aber ich glaube, er hat genau auf den Rhythmus gewartet, wie lange er die Kanone nach oben bewegen muss. Würde ich jetzt mal vermuten. Boah. Aber auch schon davor auf die Insel zu kommen mit exakt dieser Kante und es ist doch. Ich kann das alles nicht mehr. Also als Chan vorhin die ganze Gemeinde, der checkt nicht, wie Speedruns manchmal funktionieren. Ich fühle mich gerade genauso eigentlich wie er. Ich habe diese Runs zwar schon kommentiert, aber jedes Mal einfach hier zu sehen ist. Oh, ich krieg so ein bisschen Minderwertigkeitskomplex. Ja, schon so ein bisschen, ja. Es ist sowieso allgemeine weitere schöne Facette an den Speedruns. Auch wenn wir mittlerweile gerade solche Spiele wie Mario 64 eigentlich super ausgelotet haben. Es gibt ja immer etwas, ob du sowas wie Blindfolded machen kannst oder wenn dann jetzt die No-Hit-Runs bei den Souls-Games dann gemacht werden. Es geht noch härter. Ich glaube, ich habe sie auch schon geschrieben wegen Mario 64, 70 Sterne No-Hit. Ja. Lass mal machen. So, hier oben der große Bu. Das ist auch sehr schön. Mit Stampfattacken haben die eine riesige Hitbox, mit der man die erwischen kann. Okay, jetzt muss er aber noch hochkommen. Ja, das ist jetzt, glaube ich, der tricky Part. Der Kick wieder für den passenden Abstand. Mhm. Easy peasy. Wow, das ist unfassbar. Also, du sagst easy peasy, mach das mal. Also easy peasy zum kurz zugucken. Also in manchen 70-Sterne-Runs falle ich da drunter auf. Also das einfach. Das Dach ist so komplett janky. Ich verstehe nicht, wie das gefirst hat. Ja, das große Problem beim Dach ist die Kamera, aber dieses Problem hat er nicht. Ja, ja, manchmal rutscht er doch gerne einfach ab von dem Dach. Ja. Jetzt holt der Büchereistern, ja. Ja, gut. Also das macht man eigentlich so ähnlich auch im normalen Run. Mhm. Jetzt geht's ins Basement. Aber während wir jetzt ins Basement gehen, Leute, ich möchte nochmal sagen, all diese Leute sind zusammengekommen für den guten Zweck. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, Spendensumme so hoch wie es geht zu machen, wenn ihr wollt. Es geht alles an die DKMS, einfach bisalina.betterplace.org oder Ausrufezeichen Donation eingeben oder auch ein bisschen was rein. Das wäre super. Ja. Dankeschön. Wir haben vorhin noch, also als wir das Race kommentiert haben, noch gesagt, wie schwierig ist es, den Hasen so zu erwischen. Und wir benutzen sogar unsere Augen dafür und schaffen es nicht. Aber weißt du, warum der Hase so erfolgreich ist? Weil auch er seine Ohren benutzt. Ich glaube, du bist in einer ganz großen Sache auf der Spur. Auf jeden Fall. So, was passiert jetzt? Macht der Kick Dreisprung? Ja, ja. Oh. Ich glaube, er wollte hier an die Kante festhalten. Oh. Ja. Ja, okay, kein Backup. Ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, natürlich jetzt nicht, glaube ich, dann für persönliche Bestzeiten, aber dass auch ein Game Over ihn wahrscheinlich gar nicht so stört. Er weiß ja direkt wieder, wo er hinlaufen muss. Das ist ja
Ja, du verlierst ja keine Sterne oder so richtig, dabei. Richtig. Ja, ja, er wollte den. Wow. Was für ein Bait. Ja. Oh. Oh, oh, und? Oh, ich wusste nicht mal, dass man da stehen kann. Oh, danke für die 150 Euro Spende. Oh Gott, wow, danke schön. Nice. Crazy, Alter. Okay. Wir waren da gerade schon. Ja, das ist ja nichts Besonderes. Das war nur ein Geteas. Den nehme ich? Ah, doch nicht. Da kommt noch einer vorbeigeflogen. Das Schöne auch so als Blindfolded Speedrunner, muss auch kein Geld für einen guten Bildschirm oder so ausgeben. Ja. Du kannst auch ohne Bildschirm zocken. Nee. Die Kamera kannst natürlich immer bessere Fernseher kaufen, die aber auslassen. Ja, kauf dir einfach den krassesten 4K-Fernseher, um darauf N64-Spiele zu spielen. So, ich warte auf den 64K-Fernseher. Ich glaube, bei dieser neuen Kameraeinstellung bleibt Lakitu statisch an der Stelle, wo er gerade ist. Ja. Kann ich mir vorstellen. Jetzt kommt ja auch ein sehr bekannter Clip. Ja. Genau. Das ist tatsächlich auch so ein Trick, so wenn man mal seinem Bruder einen coolen Trick zeigen will, dann kann man sich da von diesem Aufzug mal runterdrücken lassen. Der ist leicht machbar und sieht ziemlich beeindruckend aus. Ja, andere Runner benutzen dann einfach einen Doppelsprung oben an der Stage. Weil die Stage, wie ihr wahrscheinlich vorhin schon im Run gehört habt, die Stage hat keine Decke. Ja. Gar nichts von der Stage hatte Decke. Das ist nicht einfach nur schwarz, weil schwarz ist. Das ist einfach nichts da. Ja. Was war dann nochmal die Zahl an Sternen, die wir erreichen müssen? 31? 31. Also 31. Eigentlich 30, oder? Ja, 30, aber Bowser hat noch einen. Genau. Oh Mann! Na! Oh. Okay, aber es gibt Backup, keine Sorge. Ja, da gibt es ein Backup, richtig. Man kann dann einen Kick an der Wand machen und den Joystick nach hinten halten. Ja, das war Backup. Ja. Tatsächlich für Speedrunner die Metal Cap absolut useless. Tatsächlich in guten Runs wird die Kappe tatsächlich auch nicht eingesammelt. Da geht man in die Stage für den grünen Schalter, macht auch die 8 toten Münzen, aber man aktiviert den Schalter nicht, weil man braucht die Kappe tatsächlich nicht. Okay. Ich frage mich auch, warum diese statische Kamera einprogrammiert wurde. Weil welcher normale Spieler benötigt so eine statische Kamera? Ich glaube nicht, dass ich bisher einmal in meinem Leben benutzt habe. Nee. Oh, spannender Sprung hier an der Stelle. Lügt doch nicht. Er hat gerade zweimal Schaden bekommen. Da sind Fledermäuse in diesem Gang. Das habe ich gar nicht kommen sehen. Also hier passieren gerade Dinge. Ah. Das ist passiert. So, da ist jetzt ein zweiter Gang da oben, an dem hängt er gerade dran, läuft jetzt dann durch die Tür. Genau. Und da muss er damit auf den Fahrstuhl hoch und dann ist da der Stern, ja. Aber ich glaube, hier kriegt man jetzt dann wirklich mal so ein Gefühl dafür, wie er sich fühlt. Ja. Ja. Jetzt jammt er wieder. Macht er die Kamera extra so für die Zuschauer. Jetzt wackelt er gerade wieder mit dem Kopf gewackelt, um sich quasi selber den Beat zu verinnerlichen. Mhm. Auch wirklich einfach unfassbar beeindruckend, also wie viel er sich merken muss. Ja. Also ich glaube, in dem Moment, wo er irgendwas anderes lernt, fällt die Hälfte von ihm, also ich glaube, seine ganze Hirnfestplatte ist vollgeschrieben mit Sound-Cues und irgendwelchen Rhythmen und Backup-Strategien. Und das Ding ist ja auch, Bubs Year One nicht nur Mario 64 blindfolded. Bubs Year One ja gefühlt alles auf der Welt blindfolded. Ich weiß nicht, also ich weiß das ja schon bei Speedrunner nicht, wie sie das alles merken können, aber ja. Und für ihn wird das wahrscheinlich auch einfach Second Nature sein. So. Auch mal spannend, wie er immer kurz bevor er seinen Weitsprung macht, einfach nur den A-Knopf spammt. Dass egal wann er landet, dass der Sprung gesetzt wird. So, da sind wieder die RNG-Felsen da. Der zweite hätte ihn jetzt erwischt, wenn er der erste gewesen wäre. Macht er dann einen
Ja, Warnsprungrohr. Oh, nice. Oh, die Kamera ist aber so cool für sowas. Ja. Das fühlt sich fast so cinematisch ja, so ein bisschen gibt, an. Es gibt dem Ganzen noch viel mehr Weitsicht, die du eigentlich in Mario 64 nicht so sehr hast. Ja, das ja. stimmt. So, kriegt ihr den? Okay. Er hat immer nur diesen sehr beschränkten Blick und da siehst genau. du immer die Stage in ihrer Gänze. Okay. Ich habe das Gefühl, ich glaube, ich weiß, was er jetzt machen wird, aber ich. Ach oh Gott. Wenn es passiert, dann wird es unfassbar krass. Ich glaube, jetzt geht der Liefer Lavaland und. Ja. Oh mein, ich glaube, es passiert jetzt ein ganz bestimmter Escape. Ich hoffe, das Jepp war nicht für mich. Okay. Oh. Jetzt erstmal hier roten Münzen. Die hat man schnell eingesammelt. Ja. Ist auch. Also, ich glaube, so mit dem Pyramidenstern in der Sandwelt und ist das, glaube ich, so der einfachste Stern im Spiel. Oh oh. Almost. Also, jetzt nicht blindfolded natürlich, aber im regulären Spiel. Ja. Ein Stück. Nein, jetzt geht das wieder. Oh, nein. Oh, oh. Aber jetzt zurücklenken. Oh, nein. Oh, Puzzle bitte nicht. Ja, über die, dadurch, dass die Münzen jetzt erschienen sind, die erscheinen immer, wenn das Bild vollständig ist und man draufsteht. Was ist der? Hätte er jetzt eigentlich wissen müssen, dass er. Aber er dachte wahrscheinlich, er steht auf der unteren Plattform, nicht auf der seitlichen Plattform. Ja, gut, das kann sein. Oh Mann. Ich glaube, jetzt, wenn er rutscht, oder wenn er zum Rutschen kommt, könnte er wissen, was passiert. Ja. Oh. Der Kante. Ja, leck mich wow. das. Man hat richtig sein Hirn rattern hören. Yeah. Also ich schwöre bei Gott, er sieht nix. Das sah gerade so aus, als ob er sehen würde, aber nee. Man kann es schon so immer ein bisschen nachvollziehen, was in seinem Kopf abgeht. Ja. So, das ist. Die Lava-Boosts in der Stage natürlich sehr hilfreich, weil man damit sehr viel Distanz überbrücken kann, kontrolliert Distanz überbrücken kann. Und hier kann man jetzt tatsächlich Weitsprünge. Das macht er gar nicht. Okay. Wunderbar. Und die Plattform da sind aber auch sehr janky. Mhm. Da passiert so oft, dass man einen Weitsprung drauf macht und man landet einfach in der Lava und kann nicht raus. Mhm. Ja, wenn du die Damage Boosts hier benutzt, musst du ja auch sehr sicher sein, weil danach kannst du keinen Schaden mehr. Ja, apropos Damage Boost, davon sehen wir, glaube ich, gleich noch ein paar. Jetzt holt er erstmal den Stern über den Zaun. Jetzt sucht er die Flugkappe. So. What? Oh, jetzt weiß er, dass er an der Kante steht. Ja. Aber er scheint jetzt ein bisschen nach rechts versetzt. Es würde mich jetzt interessieren, ob ihn das aus. Also. Oh. Das gewollt ist. Ja. Jetzt geht er in die Ecke wieder und ich glaube, damit ist es eigentlich schon. Oh, it's oh. Der kann zum Glück nicht von der Kante fallen, dass wir uns das ist sehr praktisch. Ja, wenn nicht, dann wäre das. Ist. Nice. Aber man muss aber natürlich sagen, für so Blindfolded Speedruns ist natürlich die Kamera, über die wir vorher so ein bisschen gerantet haben, super hilfreich. Ja, ja. Du hast halt immer diese festgelegten Winkel. Richtig, du hast eine andere Steuerung dann quasi. Ja. Genau, die Kamera ändert die Richtung, in der du mit dem Controller drückst. Also ich glaube, fürs Blindfolded-Spielen deutlich angenehmer als jetzt beispielsweise ein Odyssey oder jegliche Free-Kamera. Freie Kamera so würde dich eh nochmal. Das Original M64-Pad hatte ja auch dann nochmal die Notches drin, dass du sozusagen dann auch exakt weißt, in welche Richtung du lenkst. Babs hier benutzt jetzt einen GameCube-Controller, der hat zwar auch Notches, aber ich meine, sanftere. Die sind anders. Ja, genau. Sind nicht so rigide. Ist ja eine Sache, die mir heute tatsächlich so ein bisschen bei Controllern fehlt. Ich finde so Notches manchmal sehr, sehr angenehm zum Spielen. Ja, es gibt ja ein bisschen Garantie dafür. Ne? Wenn du die nicht verwendest, kannst du immer noch die analoge Präzision haben. Musst du nicht den Vollausschlag haben. Sehr schön. Da hat man gerade ein leises Yes gehört. Ich glaube, das ist einer der schwierigeren Sterne oder unangenehmeren Sterne für ihn. Okay, und es fehlt noch ein Stern. Fehlt noch. Ja, und dann Bowser. Dann geht's zu Dire Dogs, dann Bowser 2, dann BLJs, dann Bowser 3. Spoiler doch nicht alles. Meh. Oh. Okay, er wusste auch nicht, was los ist. Tatsächlich muss er aber auch sagen, nur noch zwei One-Ups. Also er sammelt jetzt in diesem Run keine extra One-Ups ein, um irgendwie mehr Chancen zu haben, sondern.
Solltest du Game Over gehen, wirst du nur zum Eingang teleportiert, oder? Ja. Nee, ich glaube, du wirst ins Menü gebracht, tatsächlich. Und okay. Dann landest du wieder im Schlossgarten, wo das Spiel losgeht. Ja, okay. Genau, das ist richtig. Genau. Das ist tatsächlich sehr, sehr cool. Man muss einfach nur gerade von der Plattform laufen. Und der Lava-Boost, der Lava-Boost feuert einen dann exakt auf den Aufzug hoch. Als Alternative haben wir vorhin im 70-Sterne-Run gesehen, kann man ja auch den Lava-Boost machen über den Lava-Fall. Mhm. Ich glaube, das hat sogar schon mal jemand im Blindfolded gemacht. Ich weiß nicht wie, aber irgendwer hat es mal hinbekommen. Ich glaube, es war sogar er. Nice. Sehr schön. Unfassbar, unfassbar. Das war jetzt, jetzt haben wir 30 Sterne. Fehlt noch Dire Dogs. Aber die 30 Sterne braucht man jetzt für die nächste Tür und der Rest, ja, optional. Sind die Wand kuscheln? Ja. Ich bin noch so am Mips-Clip gewöhnt mittlerweile. Für die Fans. Oh Mann, er macht Moment. Aber nur einen. Ah, nur einen, okay. Also okay. Für alle, die jetzt nicht wissen, was er macht, man kann an dieser kleinen Treppe hier einen ganz, ganz, ganz präzisen BLJ machen, der für die Null-Sterne-Kategorie genutzt wird. Aber der ist selbst, wenn man ihn sieht, also super, super präzise. Okay. Genau, man muss sich exakt dahin stellen. Okay. Oh, schade. Nein. Kein Problem. Wirklich, das ist okay. Ich weiß, der gute Vic, der ja auch im Publikum sitzt, ich glaube, der hat das tatsächlich auch mal probiert. Vic, wie lange hattest du gebraucht, um das mal hinzubekommen, aber mit Sicht? Stunden, ne? Stunden, ja, das ist... Und ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein untalentierter Spieler ist. Also das ist wirklich... Ah. Das ist das Problem beim Speedrunning, sagt man immer, wie präzise alles ist, aber das dann nochmal zu unterteilen und in Relation zu setzen, wird dann irgendwann schwer. Da enden dann die deutschen Worte irgendwann. So. Ich weiß nicht, ob vorhin 70er Sterne Wade schon gesagt worden ist, aber wenn man hier Frame Perfect springt, man kann hier Frame Perfect schwimmen, indem man den Beat von Lazy von Bruno Mars nachmacht. Okay, ja, genau, wir haben uns gefragt, welches Lied ist es, das man. Ja, das ist genau das Lied. Damit kann man das super üben. Jetzt höre ich leider keinen Bruno Mars. Das Lied ist auch irgendwie schon 10 Jahre alt oder so. Vielleicht gibt es ja so ein Lied für jedes Genre, damit sich jeder Runner aufgehoben fühlt. Ja, du kannst wahrscheinlich sehen, dass beim Komponieren des Liedes wahrscheinlich Mario 64 gespielt wurde. Ganz unterbewusst. Es gibt auch irgendein Lied für den BLJ-Rhythmus, aber ich weiß gerade nicht, welcher das ist. Meinst du für das A-Spam? Ja, ja. Oder irgend so ein Techno-Hardcore. Ja. Das war Scooter wahrscheinlich. Ne? Ja. Also jetzt sehen wir noch die beiden übrigen Bowser-Stages. Ja. Richtig. Ja. Und eben die zwei BLJs, um zum dritten Bowser zu kommen. Wir haben wieder die unangenehme Kamera. Ja. Aber dieses Level hat immer eine unangenehme Kamera. Naja, das Level ist ja eigentlich quasi sehr linear. Es ist eigentlich wie eine 2D-Stage aufgebaut. Oftmals vergisst man, dass es eigentlich existiert. Ah. Oh mein Gott. Okay. Sehender Spieler würde niemals mit dieser Kameraperspektive spielen. Vor allem, er würde nach vorne gucken. Richtig. Man sieht ganz andere Ecken und Perspektiven dieses Spiels nochmal. So, hier drückt jetzt, glaube ich, gar nichts. Das Ding aus Super Smash Bros. Melee. Lässt sich einfach, das war schon ein bisschen witzig. Ich glaube, komplett ohne was zu drücken und dann mit diesen paar Punches landet man. Genau. Jetzt hat er wieder gebuffert und wenn man dann vor Bowser grabbt, erscheint er vor einem. Okay. Und so kann man Bowser quasi sehr straight geradeaus transportieren. Also. Wow. Unglaublich. Ich glaube, die Stream-Zuschauer und die Vor-Ort-Leute wissen, warum dieser Mann das Finale ist. Schon eine Ehre, sowas mal live präsentiert zu bekommen. Auf jeden Fall. Auf einer Bühne. Absolut, das ist eventuell eine einmalige Sache. Ich hoffe nicht. So. Jetzt kommt der Spaß. Puh.
zweimal hintereinander. Mhm. Oh, macht ihr den Clip? Oh, die Kante ist so super. Oh, jetzt wird's interessant. Ach, come on. Okay. Okay, komm. Okay. Komm. Da kommt der englische Akzent ein bisschen aus ihm raus. Ja, macht halt fast einen englischen Stream. Er bekommt es in den Long Jumps nicht raus. Er schafft gerade nicht im perfekten Zeitpunkt Z und A zu drücken. Okay. Okay. Komm. There we go. So, aber das ist noch keine Garantie. So. Ja, BJ sind halt auch stark glücksabhängig. Also, wenn man es richtig macht. Man kann tatsächlich, also man muss nicht direkt durch die Wand klippen, also man kann dort genügend Geschwindigkeit aufbauen, um direkt durch die Wand zu kommen. Jetzt hat er verloren. Man kann tatsächlich auch, also Mario 64 funktioniert da quasi technisch so, also wenn sich Mario quasi rückwärts an einer Wand befindet, baut er mit jedem Weitsprung ein bisschen mehr Geschwindigkeit auf. Es gibt Mods, wo halt auch die Geschwindigkeit von Mario angezeigt wird, wie so ein Tacho. Ab einer gewissen Geschwindigkeit kann das Spiel quasi die Kollision nicht mehr berechnen und dann kommt man durch die Wand. Ja, aber man muss eben eine gewisse Grundgeschwindigkeit mitbringen. Genau. Ist das in Klempner pro Sekunde? Ich weiß es nicht. genau, das wurde dann halt auch in der zweiten Mario 64 Version für den N64 rausgenommen. Aber Mario 64 Versionsunterschiede sind sowieso ultra lustig. In der Wii-Version ist es drin, in der Switch-Version ist es nicht drin. Wii U geht auch nochmal. Wir haben keinen Zeitdruck. Das ist, wir geben dem Mann alle Zeit, die er braucht. Ja. An der Stelle auch nochmal die Chance, nochmal den Donation-Aufruf zu machen. Ne? Ja. Also auch während dem Run hat sich der Counter wieder massiv verändert. Danke auf jeden Fall für eure Unterstützung fürs Finale. Freut mich natürlich immer noch, wenn ein bisschen Support reinkommt. Also gerne für die DKMS. Oder wenn ihr einfach auch sagt, ich möchte einfach was Gutes tun, egal wo das Geld landet. Vielleicht ist meine Kamera falsch. Einfach Ausrufezeichen Spende in den Chat. Er hat gerade, weil er, glaube ich, kein Mikrofon hat, gesagt, vielleicht ist seine Kamera falsch. Also er... Schön, wenn er laut denkt, dann versteht man ein bisschen, was er tut. Ja, aber wenn wir noch hier bis zum Ende 4000 sehen, dann wäre schön. Das klappt, das könnte klappen. Das kann klappen. Das dürfte funktionieren. Ich glaube, wenn er jetzt lang genug... Ja! Yes! Yes! Genau. Weil mit jedem richtigen A-Input an der Wand kriegt ihr nochmal 50 Union Speed dazu. Okay. Klempner pro Sekunde. Ja, Klempner pro Sekunde, stimmt. Und jetzt das zweite Mal. Aber hier ist die Kamera von Anfang an besser ausgerichtet. Ja. Interessanter Fakt, man kann dazu für die Geschwindigkeit aufbauen und landet dann im Level, was im Schloss logisch drunter liegt. Man landet dann in der Wet Dry World. Ja. Man denkt sich, wie zur Hölle komme ich jetzt hier hin? Aber man kann das tatsächlich, man kann zu schnell sein. Und deswegen macht man den BJJ niemals auf der linken Seite. Ah, okay. Weil das dann öfter passiert? Ja, es kann sehr oft passieren. Okay. Die Musik ist so gut in diesem Level. Wieder diese Reverse-Kamera. Yeah. Ja, so nice. Ich wollte gerade sagen, ich seh gerade. Oh mein Gott, er macht ohne Plattform. Jetzt steht er perfekt in der Ecke. Er hätte sogar den Side-Wall-Jump gemacht. Die Frage ist jetzt, ob er weiß, wo er sich befindet. Schwierig. Ich glaube, er tötet sich, oder? Und macht es nochmal. Wir wissen nicht mal, wo er sich befindet. Er ist immer noch nicht tot. Er soll nicht mal töten. Ich glaube, er. Oder weiß er es? Nein, da, okay. Ja, zum Glück muss man den BLJ nicht nochmal machen, aber er darf jetzt auch nicht mehr sterben. Stimmt, wir sind vom Game Over. Ja. Von dieser Musik habe ich als Kind Albträume bekommen. Okay. Ich muss ja praktisch Resident Evil 1 nochmal machen. Oh Gott. Nimmt jetzt ja auch die sichere Variante, nicht den Dreisprung, weil er weiß vermutlich, dass er, also er zählt mit Sicherheit auch seine Leben mit.
gerade noch mal eine 20-Euro-Spende. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Genau. Möchte noch nicht, dass ihr abschaltet nach dem One, weil... Also Babsia darf das nicht wissen, aber es kommt gleich noch was. Oh, wow. 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 Boah, ist das beeindruckend. Die perfekte Ausrichtung war mit diesen ja. Doppel an die Kante. Das ist wow. Doch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich glaube, wenn er jetzt das Playthrough retten will, wäre es wahrscheinlich sinnvoller für ihn. Oh, er weiß direkt, wo er ist. Ja, er weiß, wo er ist. Auch. Ja, er weiß, wo er ist. Ja. Nice. Boah, das ist aber auch lucky. Sehr lucky. Mal kurz für vor Ort, es ist wichtig, dass alle Runner jetzt gleich kommen. Also, es wäre schön, wenn einer die suchen würde. Danke. Die sitzen direkt da vorne. Okay, ja, super. Boah, ich schaff das nochmal. Yo! Wow, ey. Das ist so krank, dieser Mann. Du musst auch sehr auf dein Leben aufpassen. Ja, jetzt kann die Münzen ja nochmal mitnehmen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oh! Ich glaube, diese Goombas sind auch tatsächlich jetzt sehr random. Also ich glaube, da kann es auch passieren, dass man da nochmal Schaden kassiert. Das Schöne ist, da ist nochmal ein Herz. Sehr gut. Was viele auch nicht wissen, die Anzahl, also das Herz stellt so lange Leben her, solange es rotiert. Das heißt, okay. Je schneller man durchläuft, desto mehr Leben bekommt man. Oh, er nimmt das One-Up mit. Sehr schön, sehr schön. Ich weiß nicht, wie viele One-Ups ich habe. Genau richtig gemacht. Ja. Wenn er wüsste. Wenn er die Aufzeichnung irgendwo sieht. Okay, nochmal neu ausrichten. Genau, vom Wind her weiß er, dass er jetzt ganz unten steht. Nice. Oh, okay. Jetzt aber das Problem, die Bomben sind jetzt viel weiter von der Plattform weg. Richtig. Und beim dritten Treffer bricht er die halbe Stage zusammen und der muss geworfen sein. So, interessant hier, wenn man sich zu weit vom Bowser entfernt, das kann aber nur der dritte Bowser, fängt der an zu sprinten. Okay. Und durch das Sprinten kann man ihn an die Kante locken, weil er wird nicht von der Kante fallen, sondern er fängt an zu taumeln. So. Ja, ja. Ja, so die ersten zwei Würfe werden jetzt noch ein bisschen so wie vorhin. Genau. Aber der dritte Wurf wird komplett. Boah. Er hüpft hier immer, um diesen quasi elektrischen Schalldruck, Elektrowellen, was auch immer auszuweichen. So. So, und jetzt nochmal. So, und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich hart gespannt. So. Jetzt zerstört Bowser die Plattform. Oh. Okay, Spannung steigt. Oh, das kommt schon. Ich habe schon Bowser geworfen, die waren viel weiter weg, die haben getroffen. Ah, schade. Ich glaube, das war die Distanz, oder? Ich glaube, das war die Distanz, die gefehlt hat. Ja, Ich glaube, ja. Aber sehr schön, dass da immer dieses Backup-One-Up ist. Das heißt, wenn man einmal da ist, ist man zumindest safe. Es gibt noch die Chance auf den Sub-50-Ohren. So, jetzt ich sage, aber. Ich habe noch gar nicht auf die Zeit geachtet. Ich bin einfach nur, ich wünsche mir einfach nur, dass er es schafft so. Ja. Okay. So, Treffer 1 und 2 sind, glaube ich, für ihn wahrscheinlich so täglich brotmäßig. Es würde mich so interessieren, wovon der dritte Wurf abhängt. Hm. Also, woher er die Ausrichtung weiß. Kannst du ihn gleich mal fragen, wenn er fertig ist. Der Rotationssound oder Zeit? Oder? Es war eine sehr lange Rotation auf jeden Fall. Ja. Ich habe 9 gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Komm schon. 11, 12, 13, 14, 15. Das sieht gut aus. Sieht gut aus. Yeah. Er muss noch zum Bowser kommen.
Ja, okay. Ja, den finalen Stern musst du auch noch finden. Okay. Es kann eigentlich nicht von der Musik abhängen, weil der Bowser unterschiedlich sprintet. Also es muss wirklich, glaube ich, wie du sagst, der Rotationssound sein. Das ist Time! Yeah! Alter, was für das war ein Respekt, Mann, Respekt. Oh. Ich weiß gar nicht, wer mehr schwitzt. Du oder hier? Gib das Mic gerne rüber. Ja, Meister, hier. Danke, schön. Ja, das war blindfolded. Darf ich dir direkt eine Frage stellen? Ja, gerne. Wovon hängt der letzte Bowserwurf ab? Dem Sound. Also, der macht immer so einen Wusch, richtig? So Wusch, Wusch, Wusch. Und stellt sich heraus, dass Wusch spielt immer, wenn Bowser von der Map aus nach Kardinal Norden schaut. So, und basierend darauf haben wir immer dieselbe Position bei dem letzten Griff. Und dann haben wir ein 2-Frame-Window mit dem Sound von diesem Wusch. Das heißt, wir hören diesen Wusch, Wusch. Und in den, ich glaube, das ist der dritte und vierte Frame von dem Wusch, müssen wir B drücken. Okay. Und ja. Krass. Viele Runs sterben da. Nicht dieser, das ist eine Sub 50 geworden sogar. Ja. 49,03. Ja. Ziemlich haben wir gut da. Für einen Marathon. Ja. Ja. Sehr geil. Also, ich möchte sagen, Babsia, ich wusste genau, was ich tue, wenn ich dich einlade. Ich weiß, du hast beide Verschiebungen vom Event mitbekommen, aber du hast trotzdem beigestellt, du hast trotzdem hier, und ich bedanke mich ultra krass dafür, dass du wirklich hier bist und den Run gemacht hast und der Run unfassbar gut war und jeder ihn gut fand, wirklich. Auf jeden Fall. Nochmal einen großen Applaus. Also wirklich, danke schön. Applaus, wirklich. Mega gut. Dankeschön. Aber ich möchte mich nicht nur bei dir bedanken, ich möchte mich auch wirklich bei allen Beteiligten, die vor Ort reinkommen konnten, möchte ich mich bedanken. Ich möchte mich bei allen Stream-Zuschauern, bei allen Restreamern, bei allen Sponsoren, bei allen bedanken. Gregor, du kannst eine Abmoderation machen, aber es kann sein, dass du vielleicht ein bisschen nach hinten schieben kannst. Mach eine Abmoderation, dann komm mal die One auf die Bühne. Ich mach dann mal eine Abmoderation. Also für alle Leute, die jetzt als Speedrandale zuschauen, sehr schön, dass wir die Gelegenheit hier gehabt haben. Vielen lieben Dank dafür. Checkt gerne, verlinkt Babsias Kanal aus. Ja, da könnt ihr. Hast du regelmäßige Streamzeiten? Ja, ich stream fünfmal die Woche, eigentlich montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr. Blindfolded Speedruns. Wow. jeden Tag. So. Da kann man nicht genug von sehen. Auf jeden Fall. Sowieso nicht. Ja, deshalb danke nochmal. Bisalina hat schon gesagt, aber wir können nur wiederholen. Großartige Event hier. Toll war, dass wir das machen konnten. Toll, dass alle Runner hier beigesteuert haben. Und ihr seht uns wahrscheinlich das nächste Mal erstmal im gewohnten Studio. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir wieder mal on Tour sind. Deshalb danke und tschüss.